Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC TV zum Börsenbuffet. Ich freue mich, dass Sie wieder einschalten und dass ihr alle wieder einschaltet. Ja, der Markt. Was macht der Markt? DAX relativ verhalten auf die Quartalszahlen von gestern, die doch insgesamt positiv ausgefallen sind. Erstmal ein Blick auf den S&P 500. Der kein neues Hoch machen konnte. Was ich hier gerade gemacht habe, ich habe mir das Hoch gesucht von dieser gesamten Bewegung. Und ja, wie gestern auch, sind wir hier unter dem Einfluss eines aktiven 1, 2, 3 Tops im S&P, also A, B, C oder 1, 2, 3. Wir haben hier nochmal den Verkaufspunkt getestet, gestern Nacht, und sind davon dynamisch abgeprallt. Und hier ist jetzt der Deckel bei der 32 drauf. Also getestet und wird abgewiesen nach unten. Jetzt die 927, 261,8 Fibonacci-Preiserweiterung als Ziel, sollte die unterschritten werden. Wären auch tiefere Ziele, die 423,6 möglich bei 2923. Also aktives Top im S&P. Und der DAX versucht sich hier an einem Ausbruch nach unten. Die Signalkerze ist gesetzt, gleich mit der 9:02 Kerze. Jetzt braucht man einen Schlusskurs darunter, um das zu bestätigen. Also Schlusskurs unter der 300,91. Dann hätte man ein Signal, dass die 300,91 Widerstand wird und entsprechend dann auch ein Signal für eine mögliche Trendbewegung abwärts im DAX. Die Bestätigung kommt noch nicht rein. 12.300,91 hält der Markt, also jetzt noch kein Signal für eine Trendwende. Da wir jetzt auf dem neuen Tagestief sind, bitte darauf achten. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass er auch ein ABC-Tief ausbildet, 1, 2, 3 Tief. Ja, spannende Geschichte da draußen. Große Entscheidung, der Markt in dieser Woche treffen könnte. Hier der Wochenkerzenchart von Euro, US-Dollar, die 1,1215. Diesen zentralen Support, zentrale Unterstützung. Sie sehen, es könnte auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden. Wir waren hier schon mal zweimal, ich zoome da mal ein bisschen rein, bereits zweimal darunter gewesen, intraweek sozusagen, also während einer Handelswoche. Und der Markt hat dann nochmal die Kurve gekriegt. Wenn das dieses Mal nicht der Fall sein sollte und 1,1215 die Kerze ungefähr so jetzt aus dem Handel gehen sollte am Freitag, dann hätten wir nun technisch hier einen Supportbruch und könnten dann quasi von der Trendbewegung in die Seitwärtsbewegung wieder in eine Trendbewegung gehen. Und da habe ich dann Ziele bestimmt aus dem Monatskerzenchart, denn wir haben hier ein prominentes ABC, ja, also Abwärtsimpuls. Tieferes Tief, nochmal ein Retest von dem Verkaufspunkt, werden dort abgewiesen, hätten dann jetzt, wo der Markt hier auch an der 23,6er Extension von dem ABC-Trendwendemuster abgelehnt wurde, nach oben, da der Deckel drauf ist, die Möglichkeit in Richtung 104,85 zu gehen. Das wäre die 50% Extension und dann sieht man, die tieferen Ziele sind schon bei der Parität und noch drunter. Also durchaus hier Trendbewegung pro Dollar möglich. Was dann grundsätzlich einmal die Rohstoffe unter Druck bringt. Das Gold ist hier zunächst aber den Bären ja von der Klinge gesprungen, sozusagen die 1268 als 161,8 Extension aus dem ABC-Top vom August letztes Jahr. Dient hier noch als Unterstützung.
Die Frage ist, wird das auch so bleiben? Wir sind ja jetzt an einer spannenden Situation. Und Gold ist immer so ein bisschen das Gegengewicht zu den Aktienmärkten als sicherer Hafen. Die große Frage ist, geht der S&P denn über das Allzeithoch? Und was passiert dann, wenn er da drüber ist? Das Smart Money folgt dieser Bewegung nicht, das wissen wir. Und wird das Smart Money dann anfangen, noch stärker zu verkaufen? Oder kommt der Melt-up, den Larry Fink erwartet? Und gibt es dann erst so die richtigen Boost nach oben, dass also der Markt nach oben ausbricht, einfach weil jeder Angst hat, das zu verpassen und dann doch noch rein muss? Also insofern spannend jetzt zu sehen, wenn der Markt hier einen Top ausbildet, der S&P einfach nochmal das Allzeithoch antestet und jetzt in eine Korrektur geht, dann ja, könnte auch das Gold hier einen Boden gefunden haben. Aber der Dollar natürlich, wenn er stärker wird, wäre eher ein belastender Faktor. Insgesamt haben wir hier das Gold hier einen ABC-Boden gehabt. Gold ist hier mitten in der Bewegung, ist also ganz schwierig da jetzt etwas abzuleiten. Wer hier dennoch sich orientieren möchte, dem sei angeraten, hier technisch auf dieses Top Acht zu geben, das sich hier im Markt ausgebildet hat, nämlich ein ABC-Top und den Verkaufspunkt nochmal getestet, wurden davon abgewiesen und sind jetzt hier in der Bewegung. Bedeutet, die 161,8er-Extension aus dem ABC-Top, die rote Linie bei 1279,44, da müsste der Goldpreis drüber, um sich hier Platz zu schaffen, Richtung 1295, 1305. Sollte Gold da abgewiesen werden an der 1279, dann wäre nächst tiefere Fibo-Marke 261,8er bei der 1253,72 das nächste technisch mögliche Ziel. Also hier nach einer Rallye jetzt Abwärtsziele, die man ermitteln kann. Wirecard, ja, hängt ein bisschen fest hier. Gab es einen neuen Artikel der Financial Times und wir sind abgeprallt, fast punktgenau an der 161,8er-Extension. Das war das gestrige Tageshoch. Dann kam offenbar dieser Financial Times-Artikel mit neuen Vorwürfen rein. Jetzt hängen wir quasi über. Und das ist nicht unspannend. Wir hängen über dem Hoch hier von Anfang März. Und bleiben wir da und etablieren wir uns da, könnten wir nochmal eine Attacke sehen in Richtung 143,04. Bei einem Schlusskurs darüber wäre dann die 261,8er-Marke, die 164,82 möglich. Spannend auf jeden Fall hier bei der Wirecard. So, der DAX hat sich mittlerweile entschieden, dass ein Signal zu setzen für abwärts. Der S&P macht ja gerade ein tieferes Tief. Auch spannend, sollte hier abgewiesen werden. An der 29 hier tiefere Tiefsets halten, wäre dann ein Rutsch in Richtung 2923,11 möglich. Hier beim DAX jetzt aufpassen, ob der nicht jetzt hier ein ABC-Tief macht. Dann könnte der S&P ja sich auch wieder hier etablieren und Ähnliches machen. Also sollte sich möglichst immer ein ABC-Tief, wenn es sich bildet, im DAX, im Germany 30, auch im SPX 500 Cash, also im S&P 500 bilden, sollte sich links wie rechts bestätigen, sodass man hier ein bisschen, ja, in sicherem Wasser, kann man jetzt sagen, weil Börse ist immer unsicher, aber dass man sich zumindest hier auf die A-Plus-Setups konzentriert und alles, was irgendwie B, C oder D-Setups ist, kann man ignorieren. Dafür braucht man allerdings die Disziplin, das auch tun zu können. Ich versuche hier nur den Chat hier parallel zu aktivieren, der will gerade nicht. Warum auch immer. Also ich sehe gerade nicht, was ihr schreibt. So, jetzt funktioniert es wieder. Michael Schmeng schreibt, kein Ton um 8.50 Uhr. Ja, also es gibt den Tagesausblick immer um 8 Uhr und dann die Sendung 9 bis 10 Uhr.
Ansonsten gibt es keine Sendung, da gibt es auch keinen Ton. Lars, guten Morgen. Stefan M., guten Morgen. Frikadelli, Tor, Peter, Roman. Roman Mandola, wenn ich jetzt deinen Namen lese, muss ich immer an ein mageres Schwein denken. Ist nicht böse gemeint, aber ist super spannend, weil die Soft Commodities insgesamt jetzt ziemlich spannend sind. Auch Kaffee, auch Erdgas, auch Zucker. Insgesamt alle deutlich abgestürzt. Und es scheint sich jetzt hier genau das zu bestätigen, nämlich dass die Bullen die 78,51 halten wollen als Unterstützung. Das ist der Punkt B, der zuvor ja ein Widerstand war. Und jetzt kommt der Markt von oben auf diesen Punkt B, auf diesen ehemaligen Widerstand und bestätigt das möglicherweise als neue Unterstützung. Also insofern spannend und immer noch zugunsten der Bullen zurzeit. Solange wir da drüber bleiben, bullischer Druckaufbau, eben dadurch, dass er eben nicht drunter schließt, die versuchen es, dass er drunter schließt und tja, irgendwann könnte, wie gesagt, könnte dann dieses ABC ausgehebelt werden. Also bisher keine bärische Bestätigung innerhalb von dem ABC. Bärische Bestätigung werden wir jetzt in Punkt B brechen und dann eben hier zentral natürlich unter der 72,27 schließen, um dann erneut ein Verkaufssignal auszulösen, dann Richtung 52 nach unten. Also Magerschwein, sehr spannend hier weiterhin. Ja, der DAX macht nichts Besonderes, Spannendes. Arabica-Kaffee. Da warte ich ja immer noch auf einen gescheiten Impuls. Sie versuchen es immer wieder, gibt es diese kurzen Short-Squeeze, aber gestern schon wieder dann auch eigentlich eine lange weiße Kerze, die aber dann nur zu einer Lunte wurde. Ja, ist nicht wirklich besonders magic, was da bisher passiert. Ja, also vergleiche einfach mal den letzten Impuls, wie es da entstand. Da hatten wir dann schon einen Impuls, dann nach unten abnehmendes Momentum und dann mit dem Ausbruch ganz klar darüber gegangen und dann hatten wir quasi ein ABC-Tief und dann ging es ab nach oben. Das bleibt hier Kaffee noch schuldig, ist aber aufgrund der starken Abwärtsbewegung, aufgrund des relativ tiefen Niveaus schon prädestiniert, eben Ähnliches zu bringen. Also eine ähnliche Bewegung auch nach oben zu starten, wenn sich da die Signallage mal aufhält, was sie zurzeit noch nicht tut. So, was ist ein mögliches Ziel für diese Abwärtsbewegung? Nun, wie immer dann Orientierungspunkt, also die Höhe von der vorbörslichen Spanne nach unten verlängert. Und dann kommen wir raus bei 12,276. Die Orangen, Orangensaft, Stefan M. fragt, wie sieht es aus bei Frozen Concentrated Orange Juice, FCOJ, das ist der Kontrakt, der hier an der CME in Chicago gehandelt wird. Wieder so ein Ding, ja, das richtig, richtig spannend ist. Technisch. Supportbruch. Wir gehen hier zurück bis Mai 2012, nehmen wir Auflagepunkte. Ich habe jetzt den tiefsten Mal genommen. Ja, diese schräge Trendlinien kann man immer zeichnen, wie man will. Ich könnte es ein bisschen höher, dann wäre der Supportbruch hier schon gewesen. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt hier in der Bewegung abwärts und wurde zuletzt hier an dieser Aufwärtstrendlinie abgewiesen. Also ja, Trendbewegung, die wir hier haben,
Und immer wenn so eine Bewegung schon läuft, ist schwierig reinzukommen. Aber hier der Bereich 110, jetzt ein Widerstand, wir haben mehrere Supportbrüche auf dem Weg nach unten. Ja, hier diese höhere Trendlinie, hier jetzt eben diese Trendlinie, also der Markt wird hier nach unten durchgereicht. Und da wieder kann man ähnliches Vorgehen machen. Five Waves Down, US Trader, genau. Ist mir auch augenfällig, ja. Also entweder so, so oder die ganze Strecke hier 1, 2, 3, 4, 5. Wenn man sagt, 1 ist gleich 5, müsste man hier an der 100, was ja auch eine psychologisch runde Marke wäre, möglicherweise ein Tief finden. An der 100,11 wäre 1 ist gleich 5. Übrigens, ich habe mir gestern mal angeschaut, was es so an Rohstoffzertifikaten gibt, weil ich ja weiß, dass viele, die hier zuschauen, auch Zertifikatehandler, Hebelzertifikatehandler bei Rohstoffe. Es ist schwierig, einige zu finden auf Magerschwein, Orangensaft und so weiter. Ihr habt hier bei CMC Markets, ja, ihr seht es ja auch in den Charts von Magerschwein und so weiter, habt ihr die volle Palette. Ja, ich weiß, das wurde mal irgendwann ausgebaut zu der Zeit, wo Rohstoffe sehr stark nachgefragt wurden. Gab es immer mehr, eben auch Reis zum Beispiel und lauter solche Dinge. Und die gibt es auch immer noch. Man hat lange Zeithistorien, man hat es jetzt bei Orangensaft gesehen. Man kann hier Chartanalyse betreiben, man hat also alles ziemlich transparent. So wie man es auch vom DAX kennt, hat man auch Zugriff auf die ganzen Rohstoffe als CFD. Das ist also schon ein cooles Angebot. Für alle, die hier sich für Rohstoffe interessieren. 12.300 werden getestet. Der S&P verabschiedet sich bisher noch nicht so richtig nach unten. Frage ist, baut er jetzt hier einen Widerstand bei der 927? Wird er davon abgewiesen? Oder gibt es einen Rebreak und er kämpft sich dann wieder nach oben? Das ist halt die Frage. Roman fragt, Jochen, kann man es so sagen bei den Magerschwein Cash, dass er nach oben gehen muss, wenn alle anderen Zertifikate von Magerschwein einen Preis von über 90 Dollar haben? Nee. Also, ich meine, es gibt sicherlich viele Emittenten und da sind auch viele Privatanleger, die da ihr Geld investieren, aber dass das dann bestimmt, was der Magerschwein Future in Chicago macht, das interessiert den herzlich wenig. Und dass jetzt die Anbieter von Zertifikaten die Knockout so auswählen, dass es ihnen zugutekommt oder nicht, das weiß ich nicht. Das wäre reine Mutmaßung oder Spekulation von meiner Seite. Das weiß ich nicht. Also ich würde das... Also du hast da mehr Informationen dazu, aber wenn ich meine Informationen anschaue, würde ich das nicht als Informationsquelle oder Anhaltspunkt für irgendeine Richtung oder sowas nehmen. Philipp Kurz, Commerzbank und Deutsche Bank gescheitert die Fusion. Finanzen 100 berichtet es. Danke für den Hinweis. Eine ziemlich gechillte Reaktion hier vom Markt. Oder vielleicht ist es auch gut für die Deutsche Bank, dass sie nicht zwangsverheiratet wird. Commerzbank wäre ja das Unternehmen gewesen, das mit einer Prämie hätte übernommen werden können. Und hier die Aktie. Reagiert negativ, so ist es zu erwarten.
Deutsche Bank beginnt schon zu steigen, ja. Deutsche Bank and Commerzbank merger talks are on the cusp of collapse, with Deutsche Bank unable to justify the cost of implementing such a complex deals. Financial Times Quellen offenbar berufen sich ja auf die verhandelnden Partner, sagen, also Deutsche Bank kann die Kosten, die das verursachen würde, nicht rechtfertigen. Daher könnten die Gespräche scheitern. So, jetzt wird es ja spannend, denn wir haben ABC-Tief. 1, 2, 3 Tief im DAX. Aufpassen. Also Impuls, Rücklauf, Unvermögen des Marktes, ein tieferes Tief auszubilden, macht stattdessen ein höheres Hoch. Wir haben jetzt dann die rot gestrichelten Fibonacci-Preiserweiterungen als mögliches Ziel. Was mir jetzt hier noch fehlt, ist, dass der S&P hier dieses Hoch hier rausnimmt und das dann auch bestätigt, was der DAX gerade zeigt. DAX natürlich ein bisschen eine Sondersituation jetzt durch die Deutsche Bank. So ist es zu erwarten. Wenn die Deutsche Bank anzieht, ist es natürlich auch als DAX-Aktie zieht hier auch den Index mit nach oben. Etwas, was den S&P jetzt erstmal nicht interessiert. So. Ich schicke mal kurz eine Push-Notification raus zu der Deutschen Bank. Bin gleich wieder hier auf Sendung. So, da bin ich wieder.
Alle, die die Push-Notification von uns haben möchten, den möge, den sei angeraten, hier auf Marktpuls und Insights zu gehen. Dann öffnet sich hier dieses Widget und hier unten links unter dem Alarmsymbol, wenn man da draufklickt, kann man dann die Volatilitätsalarm und Einmeldungen eben entsprechend konfigurieren, sodass man die im Push erhält, wenn man unsere App installiert hat oder eben über andere Kanäle. So eben jetzt auch die Push-Notification zur Deutschen Bank und Commerzbank. Deutsche Bank macht gleich höhere Hochs. DAX testet nochmal den Punkt B. Also wir haben ein A, B, C aktiviert, testet jetzt nochmal den Punkt B. Blöd ist, dass der S&P es nicht bestätigt. Damit ist dieses ABC-Tief jetzt im DAX heikel. Ist getrieben durch die Sondersituation der anziehenden Deutschen Bankaktie, die ja doch ein Schwergewicht ist innerhalb vom DAX. Aber der S&P macht es nicht mit. Zumindest bisher der S&P tieferes Tief gemacht, damit hier im ABC-Tief im S&P erstmal im S&P erstmal nicht möglich. Wir müssen jetzt von dem tieferen Tief aus nochmal schauen, ob so ein Muster entstehen kann. Stimmt, Philipp Kurz, Entschuldigung, das nächste Mal mache ich das bei Quelle, das nächste Mal Financial Times und Philipp. Mache ich. Hier habe ich es ja gemacht auf 7CTV. Also, wenn man rausfinden möchte, das ist auch eine gute Frage von Michael, sind das Dollar oder US-Cent im Mager, US-Cent im Magerschwein-Cash? Da gibt man am besten ein Magerschwein-Kontraktspezifikation oder am besten noch Englisch Lean Hog Contract Specifications oder Orange Juice Contract Specifications oder Contract Specs. Contract Specs. Lean Hog Contract Specs. Kontraktspezifikation, was ist das? Nun, das ist die Beschreibung von dem Futures-Kontrakt, in dem ja dann mageres Schwein, Orangensaft und so weiter, die ganzen Waren, Rohstoffe gehandelt werden. Und da spuckt dann Google direkt schon das Ergebnis im Suchergebnis selbst aus. Und da sieht man, Google zeigt das tatsächlich falsch an. Aber ich kann auf die Seite der CME dann gehen und mir Lean Hog dann aufrufen. Ist interessant, Google verlinkt hier Sojabohnen mit Magerschwein. Na gut, da muss ich selber suchen. Livestock Lean Hogs. Also einfach sich nicht scheuen, auf die Seite von der CME zu gehen, cme.com. Und dort dann unter Produkten einfach auf die Kontraktspezifikationen gehen. Und dort sieht man dann, dass das Cent pro Pound sind. Und das amerikanische Pound ist nicht das Pfund, das wir hier kennen, sondern American Pound sind 453 Gramm. Also ein bisschen mehr als ein halbes Kilo. Cent pro Pound auf jeden Fall. MBL Trading, wie hoch ist die Deutsche Bank im DAX gewichtet?
Da kann man auch einfach Google Deutsche Bank Gewichtung DAX eingeben. Oder wenn man wissen will, zum Beispiel die 3M, die heute Quartalszahlen meldet, einfach 3M Weight Dow Jones Index. Und dann bekommt man da die Listen. SAP gestern 12,5% Gewichtung im DAX. Und tatsächlich ist Deutsche Bank mit 1,4% gewichtet. Guter Hinweis, MWL Trading, Dankeschön dafür. Nee, das stimmt nicht. Und das für eine Liste. Also laut der Liste, die ich hier habe, ist BMW mit 0% gewichtet, das kann nicht sein. Moment. Das ist kein Schwergewicht, das ist richtig. MBL Trading, der Hinweis ist korrekt. 15,7 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, weit abgeschlagen zur SAP, die es jetzt auf 141 Milliarden bringt. Allianz mit 90 Milliarden, Siemens 89 Milliarden, Linde 88 Milliarden. Und dann kommt dann da ziemlich weit unten. Mit 15,73 Milliarden die Deutsche Bank. Wirecard mit 16,59 Milliarden höher bewertet als die Deutsche Bank. Ja, wird sowieso spannend sein zu sehen, wie das mit dem Handelskonflikt zwischen der EU und den USA sich ausgehen wird. Donald Trump hat bis Mitte Mai sich eine Frist gesetzt, zu entscheiden, ob er neue Maßnahmen gegen die EU einleitet. Die EU hat ja einen Gesprächsfaden wieder aufgenommen, aber unter Ausschluss von Agrargütern. Das ist ja das, was die USA dann doch in Hülle und Fülle haben, Stichwort Sojabohnen und Getreide und Lean Hogs, Magerschwein, Frozen, gefrorenen Orangensaft, das ganze Zeug, was wir hier eben in Europa auch haben. Und der Binnenmarkt, Agrarmarkt der EU ist etwas, was so ein Hochsicherheitstrakt ist, sehr stark geschützt. Und das ist den USA ein Anliegen, eben das in möglichen Handelsgesprächen auch mit zu inkludieren. Die EU hat aber gesagt, nee, machen wir nicht, ihr könnt über alles sprechen. Können wir mit euch sprechen, aber Agrarmarkt könnt ihr vergessen, kriegt ihr keinen besseren Zugang. Das ist das, was jetzt gemacht wurde. Und Macron hatte sich auch eingeschaltet, hat gesagt, Bedingung dafür, dass wir Gespräche führen und dass Frankreich das mitträgt und es muss am Ende es ratifizieren, jegliche Dinge, die ausgemacht werden. Da muss auch China, sage ich schon, müssen sich die USA den Pariser Klimaabkommen wieder anschließen. Das wird noch spannend. Es wird vom Markt derzeit ignoriert. Und Trump lässt sich ja sehr stark messen am Dow Jones. Und der Dow Jones korreliert mit der Wankelmütigkeit des US-Präsidenten, so ein bisschen eine These von mir. Als der Dow
hier eingebrochen war, hier nach unten vor allem hier war, hat diese Schock- und Drohgebärdenpolitik und die Tweets und so und die ganzen Einschüchterungs- und diese Bully-Manier von ihm plötzlich aufgehört. Hey, ist alles friedlich, wir haben jetzt tolle Gespräche mit China und so. Und jetzt sind wir hier wieder hier oben, jetzt hat er also wieder einen Puffer, theoretisch, ja, These, wieder einen Puffer, wieder neuen Stress zu machen, dieses Mal eben möglicherweise gegenüber der EU. Also entweder die USA akzeptieren, dass über Agrar nicht gesprochen wird, wir sprechen einfach über Autos, über Stahl und so, oder da kommt noch was. Wie gesagt, Mitte Mai ist da eine Frist, bis wann eben der US-Präsident entschieden haben möchte, da was zu unternehmen gegenüber der EU oder es eben auch nichts zu tun, sollte man im Blick behalten. Christian fragt, Jochen, kannst du noch etwas zum Nasdaq sagen, natürlich. Nasdaq 100. Ist nach meinem Dafürhalten ein Index, der intraday, wenn man ihn tradet, Tops dadurch ausbildet, dass er erst nochmal auf ein neues Hoch geht. Ja, also ein typisches ABC-Hoch im Nasdaq sieht so aus, wohingegen das gleiche Top im S&P, ich muss gucken, dass hier in der Zeichnung kein Fehler macht, so aussehen würde. Ja. Also der Unterschied ist oft im Nasdaq, dass er eben das nicht sauber macht, sondern dass er hier oben dieses seltsame Artefakt eines neuen Hochs bildet, bevor er dann eben in eine Kehrtwende geht. Ich will damit nicht suggerieren, dass wir hier an einem Top sind. Das ist aber eine Eigenschaft vom Nasdaq, dass er nach oben überschießt und das dann trotzdem eine Top-Bildung sein kann. Bedeutet für jetzt das ganz übergeordnete Bild, das neue Rekordhoch, das wir jetzt im Nasdaq haben, muss bestätigt werden durch den S&P 500, was der marktbreite Index ist. Wobei man auch festgestellt hat, dass über die letzten 5 Jahre 37% der Aufwärtsbewegung des S&P wurden ausgelöst durch Amazon, durch Facebook, durch Apple, durch Netflix und durch Microsoft. Diese 5 Unternehmen haben in den letzten 5 Jahren 37% der Performance vom S&P 500 generiert. Also Technologie natürlich sehr stark, auch im S&P 500 selbst, aber der S&P steht dann halt dann doch noch für den marktbreiten Index und marktbreiten Aktienmarkt. Und der S&P sollte eben das, was der Nasdaq hier tut, bestätigen. Sonst haben wir hier mit dem neuen Allzeithoch eben rein technisch betrachtet ein heikles neues Hoch. Bedeutet einfach SPX 500 Cash hier im Monatskerzenchart beobachten. Schafft er das jetzt bei dem jetzt neuen Anlauf hier eben deutlich nach oben rauszulaufen, das zu bestätigen, was der Nasdaq hier tut. So, jetzt der S&P hat jetzt die Möglichkeit, das zu bestätigen. Wenn er hier das nicht bestätigt, wird es hier immer wackeliger. Zumal jetzt hier die Minimalanforderung an den ABC-Tief nämlich auch erfüllt wurde im DAX, nämlich dass er das 61,8er Ziel erreichte. Michael, was sagst du zu den Aussagen von Gabor Steingarts Podcast, wo der ehemalige Merrill Lynch Banker heute meinte, dass in Asien im Euro niemand eine Zukunft sieht.
Müsste ich mir anschauen oder anhören, habe ich mir die heutige noch nicht angehört. Sieht niemand im Euro eine Zukunft. Die haben halt den Renminbi, den Yuan. Ja, klar. Ich glaube, das sehen die auch dann die Zukunft. Oder meinte der Merrill Banker die Stabilität vom Euro oder von der Eurozone? Müsste ich mir anhören. I don't know. Sicherlich eine spannende Geschichte, die wir jetzt haben, ist diese NOPEC-Geschichte. Die USA wollen ja gesetzlich festschreiben, dass jedes Land und jede Privatperson, jeder Funktionär eines OPEC-Landes verklagt werden und strafrechtlich verfolgt werden kann. Auf dem US-Festland diese NOPEC-Geschichte bei uns auf der Webseite 7cmarkets.com unter Marktanalysen habe ich da ein bisschen was dazu geschrieben. Und die Saudis drohen in dem Falle, wo das Gesetz würde in den USA, diese NOPEC-Geschichte, dann Öl nicht mehr in Dollar zu verkaufen, sondern eben in anderen Währungen. Und da kommt dann auch der Euro und so weiter ins Spiel. So, tieferes Tief oder nicht? Ja. Nein, ja, nein, ja, nein. Es ist interessant, dass jetzt diese Schwäche reinkommt, obwohl der S&P kurz davor eigentlich ist, möglicherweise hier ein ABC-Tief auszubilden, aber kann auch sein, dass keins kommt. Jetzt haben wir ein tieferes Tief, jetzt müssen wir sowieso neu schauen. Also diese Projektionen stimmen jetzt nicht mehr. 2,76 jetzt nächstes mögliches Ziel. Die ganze Zeit hier keine Bestätigung gewesen für das ABC-Tief, das der DAX hier zwar ausgebildet hatte, und jetzt zerstört hat, weil es die ganze Zeit eine heikle Geschichte, weil es der S&P hier nicht bestätigt hat. Deswegen auch immer der Hinweis, okay, lasst das bitte bestätigen, links und rechts. Und immer auch etwas, wo man eben immer im Blick behalten sollte, ist die SMA 200 auf 5 Minuten, Kerzenintervall, Basis, hier ein mega Widerstand eben an der 300 jetzt. Auch die SMA 200 verläuft. Mr. 100 Freude fragt, wie siehst du Daimler mit Vorrang und Autobranche? Morgen zahlen bei Daimler, Euro fällt, es ist positiv für die Autowerte. Ich glaube, der Hauptproblem für die Autowerte, für die Zulieferer, wird diese Frage sein, wie geht es mit den USA weiter, wie geht es mit Trump weiter, wie geht es mit dem Handelskonflikt weiter. Das kann, wie ich vorhin schon angesprochen habe, sehr, sehr schnell wieder kommen, wenn Trump sich einfach dazu entscheidet, da jetzt gegen die EU in den Handelskrieg zu ziehen. Es wird jetzt erwartet, dass Ende Mai, Mitte Juni ein Abkommen mit China geschlossen wird, ein Vertrag unterzeichnet wird. Ob das jetzt da besonders bedeutsam ist, was da dann final drinstehen wird, I don't know. Aber es kann sein, dass er dann ein neues Fass aufmacht, eben mit der EU. Und das wird eben ganz maßgeblich dann auch stärker noch als die aktuellen Zahlen bei Daimler den Kurs der Automobilhersteller und auch von Daimler beeinflussen. So würde ich jetzt mal meinen, dass es so sein wird. Zumal das jetzt abgelaufene Quartal sowieso eins ist, das die Anleger schnell wieder vergessen. Jetzt sind die Erwartungen so tief gesetzt für das erste Quartal, dass es leicht ist, die Erwartungen zu übertreffen. Also kurzfristig durchaus könnte es sein, dass positiv ausfällt. Ich weiß nicht, kenne die Bilanz nicht, deswegen ist es eine reine Spekulation. Aber großes Thema, größtes Thema, Hauptthema wird das sein, was da mit den USA sich ergeben wird oder eben auch nicht ergeben wird. So, der S&P könnte jetzt
Airbus ACJ319neo hat gerade seinen ersten erfolgreichen Flug absolviert. Der CEO der Schweizer Großbank UBS sagt, wenn unsere makroökonomischen Prognosen nicht exakt so eingehalten werden, exakt sich so materialisieren wie erwartet, dann wird man die 2019 bis 2021er Ziele verwerfen müssen. Die schrammen schon auch ziemlich hier an den Zielen. Haben sie noch, aber das klingt hier nicht nach großer Zuversicht, was der CEO der UBS hier sagt. Irans Außenministersprecher sagt, Teheran wird es anderen Ländern nicht erlauben, iranisches Öl durch das Öl von anderen Ländern zu ersetzen, was auch immer das bedeuten mag. S&P, kein ABC-Tief aktiviert, bisher nicht, vielleicht kommt es noch, vielleicht nicht. Wer mich hier Red Bull trinken sieht, das ist keine Marktmeinung. Philipp Kurz hat gleich mal gesagt, nur die Bären trinken Red Bull. Ich bin hier völlig neutral, auch wenn ich Red Bull trinke. So. Ja, überzeugend ist das bisher nicht. Da soll schon ein bisschen was noch kommen. Und DAX macht ein neues ABC-Tief, dieses Mal auch bestätigt durch ein S&P. Oder könnte eins machen, bisher hat es nicht gemacht. Und die Aktivierung ist bisher auch nicht wirklich überzeugend, muss man auch dazu sagen. Also alles noch ein bisschen heikel hier.
Elon Musk, Tesla plant offenbar ein neues, neue Autoversicherung. Die Versicherungsprämien, die derzeit auf dem Markt seien, würden die zusätzliche Sicherheit eines Autopiloten nicht reflektieren, seien daher zu teuer. Weshalb Tesla nun prüfe, eine eigene Autoversicherung anzubieten. Das ist echt ein Haudegen der Elon Musk. Also durch jegliche Kritik durch zieht er sein Ding durch. Michael schreibt Brandschutzversicherung oder Verbrennungs- oder Explosionsversicherung, ja. Tja, das war nicht überzeugende Aktivierung vom ABC-Tief im S&P.
Das kann noch kommen. Jetzt muss man darauf achten, ob der DAX hier ein neues Tief macht. Da muss man von dem neuen Tief aus wieder gucken, kann er hier irgendeine Trendwende machen. Ansonsten ist die 2,76 hier eine mögliche Anlaufstelle für den Markt. Die 100% Projektion von der vorbörslichen Spanne. Der DAX hat ja hier an der 9,51er Kerze, man sieht ja, war drüber, wurde dann abgelehnt und jetzt ist er hier auf dem Weg nach unten. Doch den Punkt B jetzt erstmal wurde da abgewiesen. Also darauf achten, dass sich das gegenseitig bestätigt. Insofern gab es jetzt, was die ABC oder 1, 2, 3 Trendwendemuster angeht, bisher kein bestätigtes, sauberes Signal, das auf beiden Seiten bestätigt wurde. Der DAX hatte zwar ein ABC-Tief, das eher ausbildete für sich, das aber durch den S&P nicht bestätigt wurde. Und jetzt haben wir eben den S&P, der so irgendwie so halbherzig hier drüber gegangen ist. Der DAX hat aber hier kein Signal gesetzt, also bisher passt es noch nicht so richtig. Insofern braucht man hier ein bisschen Geduld und muss abwarten, bis es eben auf beiden Seiten dann auch passt. Ich klinke mich an der Stelle aus. Wie immer, CMC Markets kommenden Support-Chat können Sie nutzen, um Fragen zu CMC Markets und zu CFDs zu stellen, gerne auch telefonisch in Frankfurt oder Wien. Ansonsten ist auch der Trader-Chat offen. Wenn man hier über Marktpuls und CMC TV da draufklickt, hat man den Trader-Chat auch außerhalb unserer Sendungszeiten zur Verfügung. Viel Spaß, viel Erfolg, good trades und bis morgen. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.